Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge der Trainerkarriere hier mit dem FC Bayern München. Willkommen zum FC Bayern München Mittwoch. Wir müssen heute gegen Jürgen Klopp gegen FC Liverpool im Champions League Halbfinale. Das Hinspiel machen wir, das Rückspiel machen wir und dann, ja, schauen wir mal, ob wir dann im Finale stehen oder nicht im Finale stehen. Ich hoffe, ich drücke natürlich hier die Däumchen, ich hoffe, ihr drückt mir auch hier die Däumchen. Die Bundesliga kann uns rein theoretisch egal sein, also das Bremen-Spiel simuliere ich auf jeden Fall, weil ich habe 14 Punkte, glaube ich, Vorsprung. Also wir sind schon Meister der Bundesliga, also wir sind Bundesliga-Meister mit dem FC Bayern München, wir stehen im Pokalfinale, im DFB-Pokalfinale mit Bochum. Ja, das heißt heute die beiden Liverpool-Spiele und dann vielleicht noch Schalke mitnehmen und dann haben wir hier noch das Champions-League-Finale hier irgendwann, ne? Dann, also die vorletzte Folge ist es heute, die vorletzte Folge der FC Bayern München Trainerkarriere. Trainerkarriere und ich bin absolut heiß auf das Liverpool-Spiel jetzt hier. Davis, ich denke drüber nach, aber ich habe ja beim letzten Mal rotiert und deswegen, ja, Davis, musst du jetzt nicht sauer sein, du wirst natürlich spielen, das ist klar. Auch ein Boateng geht hinten wieder raus, Süle spielt, Müller spielt. Wo ist er? Da, Kimmich spielt, Pavard spielt. Hinten links spielt natürlich Davis. Alaba spielt. Komm, Süle kriegt nochmal Pause, obwohl Champions League 88er. Okay, nee, Süle kriegt doch keine Pause. Alaba sitzt auf der Bank. Goretzka dann für Samaseku. Und einer fehlt noch, nämlich Lewandowski. Und Leroy Sané fehlt auch noch. Und der wird nochmal getauscht mit Serge Gnabry. Und jetzt passt alles. Und so gehen wir rein gegen Salah. Gegen Mane, gegen Firmino. Wenn wir irgendwie 0-5, 0-6 gewinnen sollten, dann könnten wir uns überlegen, ob wir das im Rückspiel simulieren. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir hier gegen Firmino, Salah, Mane so, ja, komplett ausrasten können. Ultimativ 5 Minuten Regen in der Champions League. Let's go! Leute, Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut-Moment im Halbfinale. Ja, Liverpool gegen den FC Bayern München, Jungs. Lasst uns einfach komplett befreit aufspielen und irgendwie, ja, sehr früh in Führung gehen. Schön gemacht hier von Davis. Salah hat sich gedacht, komm, er paced einfach mal durch, aber nicht gegen Fonzi. Oh! Ich muss es gar nicht beschreiben, Jungs. Ich muss es gar nicht kommentieren. Ihr wisst, was es ist. Es ist ein Elfmeter. Niklas Süle. Und ich gehe da halt auch absolut dumm hin. Salah gegen Neuer. Komm. Manu Neuer! Bam, Junge! Elvergott! Elvermaschine! Junge! Katze! Katze Neuer! Katze Neuer! Und jetzt... Oh, schön gemacht, Müller. Schön den Ball geholt. Jetzt muss Lewandowski irgendwo durch die Lücke gehen. Nein. Nein. Neuer. Der steht da. Der steht da einfach angeboten und macht nichts. Der hätte Neuer da gegrätscht. Hätte er den Ball gehabt. Und jetzt führt Liverpool. Ich wollte auch gerade sagen, die ersten Minuten, ich tue mich hier richtig, richtig schwer. Und hier. Das war zwar gut kombiniert, klar. Hier, wieso? Guck da! Er guckt einfach nur! Was ist das denn, Mann? Jawohl. Schön auf Alphonso Davis in die Mitte, Leroy Sané! Das war unser erster Angriff, das war unser erster Torabschluss in der 36. Minute. Aber der erste Torabschluss hätte auch drin sein müssen. No joke. Mann, ey. Alisson Becker. Das ist ja bekanntlich kein schlechter Keeper, ich weiß. Benjamin Pavard in die Mitte und da ist kein Abnehmer. Mann, ey. Aber wir kommen besser rein. Wir kommen besser in die Partie. Wir haben immer mehr Möglichkeiten. Aber Van Dijk gegen Lewandowski. Es ist Van Dijk, Mikey. Es ist Van Dijk, Mikey. Da vorbeizukommen ist eigentlich eher unmöglich. Eigentlich unmöglich. Lewandowski!
So, noch gar nicht in Panik geraten hier. Einfach so weitermachen wie, sage ich mal, in der zweiten Halbzeit der ersten Halbzeit. Also im zweiten Teil der ersten Halbzeit, so ist besser zu verstehen. Mann, ey. Hätte ich aber jetzt auch nicht gedacht. Nach dem gehaltenen Elfmeter, das war ja der erste Wachrückler. Und dann trotzdem, nur ein paar Minuten später, direkt das 1:0. Liverpool spielt aber auch gut. Muss ich sagen. Milinkovic-Savic. Auf Sadio Mane. Der hat da ein bisschen, ist ein bisschen schneller als Joshua Kimmich. Ist ein bisschen schneller und jetzt nicht das zweite fangen. Ein 1:0 geht noch klar. Am besten wäre natürlich ein 1:1 oder ein 2:1 Sieg, klar. Aber das Spiel ist ja noch nicht rum. Serge Gnabry. Geh, Junge. Serge Gnabry. Flanke. Und unten wäre Müller gewesen. Thomas Müller gewesen. Komm, ich nehme Alaba rein. Obwohl jetzt Innenverteidiger nicht so viel ausmacht. Ich weiß, aber egal. Alaba. Hui. Komm, Serge Gnabry. Oh. Nein, Jungs. 60. Minute, Firmino 2:0. Bahnt sich hier die Katastrophe an? Wir müssen jetzt ganz dringend ein Auswärtstor machen. Mindestens eins, am besten zwei. Aber das hatte ich auch schon beim 1:0 gesagt. Jawohl, Lewandowski. Robert Lewandowski gegen Van Dijk. Da muss er abbremsen. Leroy Sané! Jawohl, 2:1. Leroy Sané. Ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Hat er dann aber schon Kreis gedrückt mit Sané. Komm, Kramaric geht mal rein, Jungs. Kramaric einfach nochmal ein frischer Mann da vorne drin. Ich weiß, ich nehme Lewandowski raus. Aber für die letzten 20 Minuten, er ist nicht mehr so ganz fit. Deswegen, vielleicht ist es ja der Mega-Trainer-Move hier von mir. Mal gucken. Huch. Nein. Oh, nicht das dritte. Hallo. Komm, ran da, jawohl. Sehr gut. Und jetzt nach vorn spielen. Und wenn Kramaric jetzt das Tor macht, Jungs, ich feier sowas von. Wer ist da ganz oben? Alaba. Auch frisch eingewechselt. David Alaba in den Rückraum. Serge Gnabry. Und was für eine Parade von Alisson Becker. 79. Eckball. Komm, Müller. Oh, Pavard schieße ich lieber nicht. Kimmich. Goretzka. Ah, zu eng. Zu eng alles hier. Mann. Rauf da. Schön. Hernandez. Und dann dieser Fehlpass. Den müssen wir haben. Komm, Alaba. Spring hoch. Alaba. Nein. Der geht ins Aus. Huch. 10 Minuten, Jungs. 10 Minuten. Ich nehme euch mit in die letzten 10 Minuten hier. Und dann kommt, was ist das denn, Mann? Ja, Glück gehabt. Glück im Unglück. Schlechter Pass, aber trotzdem haben wir den Ball noch bekommen. Und wieder schlechter Pass. Rauf da. Und wieder muss Alisson einfach klären. Die letzten 5 Minuten. Goretzka. Thomas Müller, Kimmich kommt mit. Kramaric. Oh, kommt nicht vorbei mit der ersten Ballannahme. Aber wir weiterhin im Ballbesitz. Liverpool jetzt so unter Druck. Und fast den Ball verloren. Was spiele ich hier für Pässe? Und wieder Alisson klärt einfach. 2:1. Was ist das für eine Partie hier? Komm, Sané. Mach nochmal was. Zeig nochmal was. Leroy. Sané. Kimmich. Nein! 2 Minuten Nachspielzeit. Und ich glaube, die werden jetzt auch, ja, die sind jetzt vorbei und das heißt, keine Karte. Schade. Ja, 2:1 Niederlage. Wir verlieren das Hinspiel gegen Liverpool.
Wir verlieren das Hinspiel gegen den FC Liverpool. Das heißt, als Rückspiel müssen wir jetzt, also wenn wir das Rückspiel 1-0 gewinnen, dann sind wir im Finale. Aber wir müssen es auf jeden Fall gewinnen. Das ist Fakt. So, das Spiel gegen Bremen werden wir nutzen, um unsere komplette Aufstellung zu rotieren. Gegen Bremen wird niemand spielen oder kaum jemand spielen, der jetzt auch gegen Liverpool spielt, weil Liverpool ist einfach das komplett wichtige Spiel. Hier in der Liga sind wir schon Meister, deswegen, ja, tschüss Müller und ja, komplett auswechseln halt einmal. Boateng rein, Kramaric spielt von Beginn an, Goretzka runter. Ist Neuer auch ein bisschen? Ne, Neuer muss gar nicht runter. Hier Kimmich zwar eigentlich auch nicht, aber mache ich trotzdem. Pavard, da geht Alaba für rein. Costa auch mal wieder seine Minuten. Hinten links kommt dann ein Guasi rein. Und Koman geht für Serge Gnabry. So werden wir jetzt gegen den SV Werder Bremen spielen. Beziehungsweise simulieren und mal gucken. Vielleicht klappt es ja trotzdem mit dem Dreier. Obwohl der ist eigentlich nicht so wichtig. Wenn Dortmund 9 Punkte kriegt, dann sind wir trotzdem Meister. Also alles entspannt. Das heißt, in der nächsten Folge müssen wir auf jeden Fall das letzte Bundesligaspiel spielen oder simulieren und in den 75. Minute reingehen. Wir spielen nur unentschieden. Ein Punkt hier gegen Bremen. Koman hat es gemacht, aber ja, nehme ich mit. Ist jetzt nicht so schlimm. Alles entspannt. Das ist das schlimmere Ergebnis. Dortmund auch. Dortmund hat auch 1-2 verloren gegen Atletico. Das heißt, beide deutschen Mannschaften könnten rausfliegen im Halbfinale. Das wollen wir nicht. Und wir werden alles daran setzen, das Ganze jetzt hier zu verhindern. So, da sind wir. Ultimativ 5 Minuten. Es wäre jetzt geil, in der Allianz Arena zu spielen, aber es ist der Sanderson Park. Puh, Leute, lasst uns einfach gewinnen. Bitte. Kommt, Jungs, schießt Liverpool aus dem Stadion. Einfach 1-0, früh in der Partie hier machen und dann, ja, dann weiß Liverpool, wo der Frosch die Locken hat. 1-0 würde reichen. Aber einen 1-0 möchte ich nicht, sondern ich möchte einen 2-3-4-0. Oh, Mann, die Pässe. Es fängt schon wieder gut an mit den Pässen, Kappa. Oh nein, oh nein, oh nein. Manuel Neuer und Davis. Okay, damit hätte uns Liverpool geschockt, weil dann hätten wir 2 Tore mindestens gebraucht. Oh mein Gott. Einfach die Null müssen wir halten und jetzt hier einfach das erste Ding machen hier. Aber wenn ich solche Pässe spiele, dann kann ich hier keine Tore machen. Das geht nicht. Nicht im Halbfinale der Champions League. Und Alisson klärt die Dinger wieder. Also wir setzen Liverpool zwar gut unter Druck, aber müssen halt einfach besser spielen. Was ist das denn hier für ein Kopfball? Also wenn ich so einen Kopfball sehe, da frage ich mich, was machen die Bayern hier? Was machen wir im Training? Oh nein, oh nein. Oh, Süle. Süle mit der ganz, ganz wichtigen Grätsche. Ich glaube, der Ball wäre drin gewesen. Was macht Liverpool hier mit uns? Es gibt Elfmeter, was? Junge! Nein! Jungs! Ja, was? Das ist doch... Das ist doch kein Elfmeter! Das ist doch kein Elfmeter hier, Schiedsrichter! Diesmal schießt er nicht rechts, diesmal schießt er links, diesmal schießt er links! Diesmal schießt er links! Der Salah! Ich halte 2 Elfmeter von Mo Salah. Ich glaube, der ist jetzt richtig gebrochen. Und jetzt direkt, komm. Serci Berci. Geh, Junge. Geh. Minjung. Geh, Minjung. In die Mitte, Müller. Nochmal in die Mitte, Goretzka und Goretzka. Sané. Fonzi Davis. Fonzi Davis auf Leroy Sané. Leute, es ist so spannend. Dieses Spiel ist so spannend. Das letzte Spiel, also das Hinspiel war schon mega. Und das Rückspiel wird ja noch geiler. Schön, Süle. Leute, ich bin ganz ehrlich, ich verzweifle an der Liverpool-Abwehr. Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr... No.
Mal, da kommt auch Serge Gnabry wieder nicht dran. Das ist wirklich unglaublich, diese Abwehr. Hinterher da. Ich muss überall drauf jetzt hier. Wir müssen Liverpool so unter Druck setzen, aber die befreien sich halt auch jedes Mal wieder so unglaublich gut. Aber es, das Gute ist ja, ein Tor würde reichen. Ein klitzekleines Tor würde reichen. Den kriegt er. Den muss er kriegen. Den kriegt er. Leroy Sané. Leroy Sané mit der Flanke auf Müller. Einfach mal reinflanken. Aber Van Dijk steht hinter in der Mitte. Das war jetzt die erste Flanke, die auch nicht ja, gut war. Und es steht 0:0 zur Halbzeit. Und Liverpool mit 5 Schüssen aufs Tor. Also es hätte, ja, Liverpool hätte schon durchaus führen können. Wir hatten hier auch Glück. Natürlich mit den Elfmeter, den wir gehalten haben. Es ist halt ein packendes, spannendes Champions-League-Spiel. Und ich weiß nicht, wann ich komplett aufmache. Also ich weiß nicht, wann ich komplett offensiv reingehe. Komplett Pressing reinhaue. Vielleicht ein bisschen Wechsel. Koman könnte reinkommen oder so. Aber irgendwann müssen wir es machen. Irgendwann müssen wir uns... müssen wir das riskieren. Jetzt habe ich da Platz, weil da fehlt... Wer fehlt da? Robertson, glaube ich. Serge Gnabry. Nein. Van Dijk wieder, Mann. Oh, nee. Oh, Neuer hält ihn wieder. War glücklich, wie da Liverpool an den Ball kommt. Und bitte kein Eckballtor. Bitte einfach kein Eckballtor. Neuer. Danke. Den Kopfball kriegen wir nicht. Den Ball kriegen wir aber. Jawohl, Lewandowski, setz dich durch, Robert Lewandowski! Robert Lewandowski, 1:0, da ist es, da ist das ganz wichtige Tor. Holy moly, Alter. Ja, Mann, let's go. Das würde ausreichen, Jungs, wir würden im Finale stehen. Wir würden im Champions-League-Finale stehen. Entweder gegen Atletico oder gegen Borussia Dortmund. Wenn es so bleiben sollte, macht Liverpool 1, sind wir raus. Lewandowski. Ja! Lewandowski, 61. Oh mein Gott, Lewandowski entscheidet höchstwahrscheinlich die Partie. Okay, es bleibt dabei. Wenn Liverpool ein Tor macht, dann haben wir trotzdem nicht gewonnen. Aber das eine Tor würde dann nicht bedeuten, dass wir raus sind, sondern das eine Tor würde bedeuten, dass wir reingehen müssen in die Verlängerung. Aber es ist, das ist klar, dass das Spiel oder das Tor hier so wichtig war. Liverpool reagiert, hat ja auch nochmal gewechselt. Ich habe auch nochmal Alaba jetzt reingebracht. 30 Minuten, wenn wir ein Tor machen jetzt noch, wenn wir 3:0 führen, glaube ich, dass wir safe weiter sind. Und Lewandowski, der hat jetzt Blut geleckt. Lewandowski hat Blut geleckt, Mann! Hattrick Lewandowski! Was passiert hier? Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen und das ist der Einzug ins Champions League Finale mit den Bayern. Wir können das erste Jahr hier mit den Bayern direkt das Triple gewinnen. DFB-Pokalfinale sind wir dabei. Meister sind wir. Ja, jetzt schon gewonnen. Champions League Finale sind wir beim nächsten, in der nächsten Folge. Also die nächste Folge mit Champions League Finale und DFB-Pokalfinale in einer Folge höchstwahrscheinlich. Ich sag höchstwahrscheinlich, weil Liverpool ja noch hier rein theoretisch weiterkommen könnte, wenn sie jetzt 2 Tore machen, ganz schnell. Ich gehe aber nicht davon aus. Schön, Alaba. Ganz stark. Und let's go. Kein Abseits, weil wir vor der Mittellinie gespielt haben. Abgespielt haben, Robert Lewandowski entscheidet für alles im Alleingang. Lewandowski mit 4 Toren hier. Und das hätte uns jemand vor der Partie gefragt. Dass Lewandowski 4 Tore macht und wir trotz wir noch in die ins Champions League Finale einziehen, hätte ich gedacht, ist der bekloppt. Hätte ich niemals gedacht, weil das Hinspiel, da haben wir keinen Zugriff bekommen. Hinspiel war Liverpool stark und Liverpool hätte auch in der ersten Halbzeit 2-3-0 führen können. Der Elfmeter, der gehalten worden ist von Manuel Neuer. Leute, die Champions League hier schreibt Geschichte. No joke. Und wir könnten quasi das schaffen,
das, was man überhaupt schaffen kann. Mehr kann man nicht schaffen. Wir können die Champions League gewinnen, wir können DFB-Pokal gewinnen, sind Meister geworden. Und das Ganze auf der schwierigsten Stufe, auf Ultimativ. Kingsley Coman hat nochmal Platz. Kingsley Coman mit der... Okay, das war jetzt eine komplett schlechte Flanke von mir. Das war eine komplett schlechte Flanke ganz oben. Okay, jetzt werde ich auch ein bisschen übermütig, aber ja, 4-0. Ich bin sowieso schon weiter, Jungs. Ich kann hier gar nicht mehr rausfliegen. Es sind 10 Minuten, 10 FIFA-Minuten und deswegen weiß ich innerlich schon, ich stehe im Finale. Und ich hoffe auf Dortmund, Alter. Auf Dortmund. Dortmund wäre viel geiler als Atletico Madrid. Was wäre das für ein geiles Finale, Mann? Dortmund gegen Bayern. Und jetzt kriegen wir doch nochmal die Situation mit Kingsley Coman. Kingsley Coman, Kingsley Coman. In die Mitte. Aber Alisson hat ihn. Okay. Da ist das erste Türchen, aber es bringt gar nichts mehr. Wir sind in der Nachspielzeit hier. Wer war's? Was macht er denn jetzt hier? Wieso jubelt er denn mit Lacazette? Das macht überhaupt wieder gar keinen Sinn. Als ob Liverpool so ausrasten würde, wenn sie jetzt das ein Tor machen. Und es steht insgesamt 5-3. Liverpool, ihr seid raus. Ihr seid raus. Ihr seid raus. Versteht ihr das? R-A-U-S. Mann. Also das war schon wieder ein Torjubel, den ich überhaupt nicht verstehe. Selbst wenn sie jetzt noch ein zweites machen, machen sie aber nicht, weil es jetzt aus und vorbei ist. Wir stehen im Finale. Oh, Dortmund verliert nochmal. Das heißt, im Finale müssen wir gegen Atletico Madrid. Also Bayern gegen Dortmund hätte ich mehr gefühlt als Bayern gegen Atletico. Aber egal, wir nehmen jeden Gegner, der auf uns zukommt, sage ich mal. Das heißt, nächste Folge Bochum, Pokalfinale, DFB-Pokal und Champions-League-Finale und Schalke. Leute, das war's jetzt hier für die heutige Folge. Lasst ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video wieder auf meinem Kanal, hier auf meinem Kanal. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.